So. Springen. Ist klar. Das hat auch keiner gehört. Ha! Wie so eine Tennisspielerin. Macht sie da ein lautes Geräusch. Ja, und der eine steht da und raucht und checkt das nicht. Die anderen denken sich, was war das? Ah, die kann ich jetzt schieben. Das hört keiner, das hört keiner. Na, war es ja doch gut, dass ich den da umgelegt habe. Dann komme ich nämlich hier rum, kann mir das Sammlerstück mitnehmen. Hat zwar immer noch keine Knarre. Aber... So, hat die Granate etwa nicht jeden mitgerissen? Nein, der da lebt noch. Ja, er lebt noch. Oh nein, er lebt noch. Naja gut, der gibt auch gleich auf. Was? Du hast mich verarscht. Du bist nicht gestorben bei der Granate deines Freundes da. Na? Na, na, na? Ich könnte mir eigentlich das Medikit da hinten nehmen. Da hinten natürlich für euch. So, dann schnappen wir uns mal das Medikit da hinten, weil ich bin so ein bisschen, wie man sieht, ich habe nur noch Blut in den Füßen. Lecker. Medikit. Mm. So ein lecker Medikit. Der geht weiter Patrouille. Okay. Den muss ich aber auch noch umlegen, weil ich muss alle umbringen. Keine Ausnahme. Keiner von euch hatte was dabei. So, mal sehen. Wie lange bleibt er da stehen? Nicht wirklich lang, würde ich sagen. Wie sieht's aus auf der anderen Seite? Bleibt er da länger stehen? Die haben alle so einen leicht komisch stachsigen Gang, als hätten sie irgendwie einen Stock im Po. So. Du hast natürlich auch nichts dabei. So, schleifen wir dich mal vorsichtshalber weg. Flup. Wie echt, wie die umfallen. Das sieht immer echt immer lustig aus. So, was liegt denn hier? Der Schlüssel. Endlich. So. Jetzt haben wir endlich den Schlüssel, den wir brauchen. Ich habe auch nicht mehr wirklich viel Platz auf der Facecam. Das heißt, ich hoffe, ich habe das hier bald geschafft und brauche nicht mehr lang. Nö, hier liegen die zwei Kollegen. Oh, hier, lecker Brot. So. Okay, er könnte ruhig mal speichern. Ich hatte schon lange keinen Save Point mehr. Moment mal. Geht da nur einer? Ich hörte da doch gerade zwei gehen. So, zack. Weg mit dir. Das ist aber nicht die normale Tötungssequenz. Was war das denn jetzt gerade? Mädel, tickt's bei dir langsam aus? Also echt jetzt. Normalerweise hätte sie den einfach professionell mit einem Stich abgemurkst, aber was war denn das jetzt gerade? Hallo, geht's noch? Der ist doch schon beim ersten Stich tot. Naja gut, gucken wir mal, was hinter der Tür ist, wo wir nicht durchs Schlüsselloch gucken können. Okay, ein weiterer Raum. Dachte schon, jetzt kommt irgendwas Besonderes. Spielstand wird gespeichert, endlich. Hier geht's raus. Das klingt doch schon mal vielversprechend.
Und deswegen gehen wir auch einfach mal raus. Wir sind draußen. Wir haben zwar immer noch keine Waffe gefunden, aber wir sind draußen. Da ist das nächste Gebüsch. Alter, was labert der da für einen Scheiß? Weißt du was? Wir haben in die Grube gepullert, weil wir kein Wasser mehr hatten. Wir hatten ja nix. Ja, echt jetzt, also. Vor allen Dingen, ihr gebt hier ja vielleicht ein paar Tipps. So im Sinne von, hey, wenn du Leute in der Grube anzünden willst, kipp Wasser drauf. Ja. So. Ich würde euch am liebsten umbringen, aber ich kann nicht, weil ihr beiden euch gegenseitig sehen könnt. Ich stecke hier im Gebüsch, Leute. Ich weiß auch gar nicht. Was sagt denn die Karte? Flüchte aus dem Sanatorium, finde Waffen. Okay, wir sind da unten. Wie sollen wir denn da oben hinkommen? Okay, da oben sollen wir hin und dann sollen wir flüchten. Welches X auch immer welches ist. Momentchen mal, sie guckt hier in die falsche Richtung. Drehen wir uns mal. Okay, jetzt gucken wir definitiv in die falsche Richtung. Wir müssen also dahin, über den Zaun rüber. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Gut, da ist das nächste Gebüsch. Okay, den könnten wir theoretisch umlegen. Aber so wie sie den Typen eben umgelegt hat, habe ich so ein bisschen Angst, dass sie da so ein bisschen dezent übertreibt. Also, weil haben wir eben gerade gesehen. Ach du Scheiße, wir sind tot. Mäh, das lief nicht so gut. Alles klar, hab sie erwischt. Ja. So, und da sind wir wieder. Ein weiterer Versuch. Wir wurden ja zum Glück hier gespeichert. Denn ich habe kurz mal eben ein bisschen was Facecam-mäßiges freigeräumt. So. Ich könnte auch da hinten versuchen rumzuschleichen. Mal sehen, was haben wir hier denn? Hier haben wir auch ziemlich viel Gebüsch und ziemlich viel Schatten. Aber hier ist so ein bekloppter Zaun. So, okay. Könnten die jetzt bitte ihre komische, makabere Unterhaltung da beenden und vielleicht mal irgendwie weiter rumlaufen, sodass es sie abmurksen kann? Weil der eine läuft da immer hin und her. Und das hier ist tatsächlich ein Level, wo wir darauf angewiesen sind, rumzuschleichen. Weil komischerweise komme ich über diesen Zaun nicht rüber, auch wenn der nur einen halben Meter hoch ist. Da hinten liegt was. So, die gehen in die Richtung. Wo ist der andere hin? Ach, der geht da längs. Okay, also jetzt könnte ich theoretisch da einmal rumschleichen, wenn ich im Schatten bleibe. Sei denn natürlich, der kommt und poppt mich von hinten. Nö. Okay, der steht da recht lang. So. Die laufen ja vorgefertigte Routen ab. Ich würde die am liebsten alle umlegen, aber geht nicht.
Was war denn das gerade? Medikit. Da kann ich tatsächlich springen. Okay, der geht jetzt wieder zurück und sieht mich nicht. Weil der mich sonst sehen würde. Gut. Okay, den, der bei mir steht, den kann ich tatsächlich umlegen, wenn ich will. Und dann über den Zaun springen und den da umlegen. Beziehungsweise ich hätte auch jetzt über den Zaun springen können und den umlegen können. Der da sieht mich nicht. Aber der läuft da sogar gegen den Baum. Ja, ist ja gut. Ist gut. Ist gut, Mädel. Ich muss vielleicht mal ein bisschen... Na toll, gestorben. Ja, schnell laden. Also nochmal, Tür auf. Das hätte funktioniert, wenn ich den da umgelegt hätte. Also der da. So, das hätte funktioniert, wenn ich auch zu hören gewesen wäre. Also, den Versuch eben, der total misslungen ist, den habe ich rausgeschnitten, weil ich gar nicht zu hören war. So, das passiert, wenn man die Mute-Taste falsch benutzt. Und dementsprechend machen wir das einfach nochmal. So. Also den Versuch von eben habt ihr gar nicht gesehen. Den habe ich rausgeschnitten. Weil das läuft nämlich so. Der eine Typ läuft hier hin und her und ich kann über den Zaun rüberhüpfen, habe ich rausgefunden. Das heißt, ich kann den hier umbringen und dann den Typen, der da über den Zaun, hinter dem Zaun immer hin und her läuft. Also der da läuft am Zaun hin und her und der eine von den beiden Unterhaltern da, der kommt jetzt gleich in meine Richtung hier gelatscht. Wenn die da fertig sind mit ihrer komischen, makaberen Unterhaltung. Ich weiß auch nicht, warum ich eben die Mute-Taste falsch benutzt habe. Warum ich quasi die ganze Zeit nicht zu hören war. Ich hoffe, das dauert... kurzer Schnitt. So, nach einem kurzen Schnitt wieder zurück. Ich war tatsächlich nicht zu hören, habe ich gerade nachgeguckt bei Order City. Ist natürlich blöd. Normalerweise mache ich das eigentlich nicht, dass ich mich stumm schalte. Sondern normalerweise nehme ich einfach durchgehend auf. So, du da siehst mich nicht. Scheiße. Ja. Doch mal von vorn. Ah, ist das nervig. Dass man bei diesem Spiel so Trial and Error mäßig nicht vorankommt. Weil ich muss nämlich wirklich da hinten hin. Könnte der jetzt sich jetzt mal wegdrehen, bitte? Während die beiden Spackos da ihre Unterhaltung führen. So. Vor allen Dingen, die Olle dreht ja richtig ab. So im Sinne von... Metzel. Oh ja. Die macht ja richtig einen auf Massaker da. So, okay. Der geht jetzt weg. Na toll. Ich komme nicht ans Medikit. Echt jetzt. Ohne Waffe ist das echt scheiße hier. Ehrlich. Ich kann zwar darum schleichen mit den Gebüschen, aber der eine Typ da ist unüberwindbar. Und da sind zwei Typen, wo mich auch einer sofort sieht. Ich kann ja mal wieder hier rumschleichen, weil solange die da ihre Unterhaltung führen, beachten die mich nicht. Na, schön, Junge. Siehst du, da ist nämlich schon wieder einer.